Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Leute, so ärgerlich, was letzte Folge einfach passiert ist. Und ein Stück weit macht mich das schon sauer, dass wir das verkackt haben. Vor allem gegen Ingolstadt. Das gegen Hamburg kann immer passieren. Da habe ich nichts gegen. Aber wirklich, das, was da passiert ist, darf nicht passieren. Heißt also für uns jetzt im Umkehrschluss, wir müssen gegen Ingolstadt Leistung zeigen und gewinnen. Und es ist halt noch nichts vorbei. Das steht auch fest. Und Felix Götze darf trotzdem noch spielen. Den habe ich natürlich noch nicht aussortiert. Und ja, dann spielen wir gegen Ingolstadt. Eine Partie, die wir unbedingt gewinnen müssen. Und Moisander, der hat mir eigentlich immer gefallen. Götze kriegt heute mal wieder eine Chance. Und ja, Sasaki hat mir auch gefallen, deswegen darf er wieder mit. Der Typ ist nicht schlecht. Und sonst, ja, würde ich sagen, gehen wir so rein. Das ist sehr wichtig heute, auch gegen Ingolstadt zu bestehen. Wenn wir das Spiel gewinnen, Leute, dann haben wir eine Riesenchance, weil danach haben wir gegen Hertha noch ein Spiel. Die sind auch nicht gut in der Tabelle. Die können wir auch schlagen, wenn wir ein gutes Spiel abliefern. Und dann haben wir ja gar nicht mal so unschlechte Chancen. Also momentan ist echt alles spannend und ich möchte so schnell wie möglich auf diesen Platz kommen, um den auch zu verteidigen. Und ich sag nur so, wir haben im letzten Spiel den Showdown gegen Dortmund. Stellt euch mal vor, wir haben dieses Spiel dann gegen Dortmund vor der Brust und spielen dann gegen die um Europa League. Das wäre echt heftig. Und möglich ist es auch. Müssen wir gucken, was da heute so möglich ist gegen Ingolstadt. Erstmal sollten wir die Partie im Griff bekommen und dann versuchen, offensiv auch dementsprechend zu handeln. Schön. Felix Götze, der direkt dann Leistung zeigt. Kruse. Und wir spielen auch wie eine Europa League Mannschaft, finde ich. Deswegen gehören wir da unbedingt rein. Oliver Burke, der versucht da mal was. Und der Ball kommt! Zu wem kommt der Ball? Zu Pierson oder was? Also die Ingolstädter mit einer richtig blöden Aktion jetzt für sie. Das sah echt nicht gut aus. Und Pierson natürlich mit dem Tor. Nyland sieht nicht gut aus in der Aktion. Und dann leichtes Spiel für Pierson, der das echt clever dann nutzt. Gut. Also, Führung Bremen, wichtige Führung. Die dürfen wir jetzt wirklich nicht aus der Hand spielen. Ach, aus der Hand. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Burke. Aus der Hand geben, meine ich. Nicht aus der Hand. Ach, ihr wisst schon. Groß. Was wäre das für eine Wahnsinnssaison? Wir sehen es hier auch. Dortmund mit 6 Punkten, mit 44 Punkten auf Platz 6. Wir haben 39. Also so schlecht sieht es nicht aus. Wir haben momentan ja 43. Ne, 42. Und wenn Dortmund verkacken würde, dann sieht es gut aus. Blaschi. Ja. Nochmal Blaschi. Matip. Matip gegen Blaschikowski.
Und Pearson, ja, hätte vielleicht abziehen können. Und Ingolstadt stellt sich eigentlich nur noch hinten rein. Der Dario Lescano wird es niemals alleine hinkriegen, sage ich da. Und dann kriegt er es hin. Und die kriegen es auch sehr gut hin. Matthew Lecky. Gut, da habe ich das jetzt unterschätzt alles. Matthew Lecky mit seiner Schusschance. Moisander, der mir wirklich sehr gut gefällt. Der Finne macht alles oder beinahe zu alles richtig. Und Chabalala sowieso, der Typ ist einfach granatenmäßig gut. Also ich denke mal, mit dem können wir auf jeden Fall planen, genauso wie Blaschikowski in der nächsten Saison. Das sind einfach zwei Leute, die richtig was bringen. Garcia auch. Felix Götze ist in der Mitte bereit, wenn Moisander den Ball nicht kriegt, aber den haben wir. Also alles verläuft nach Plan, so wie wir es auch vorhatten. Spiel kontrollieren, Tor schießen und alles ist gut. Und Pierson, der ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Blaschikowski in der Mitte ist Kruse. Vielleicht kriegt heute Pizarro auch mal wieder eine Chance. Ich wäre dafür. Aber nur, wenn wir kein Gegentor kriegen. Weil sonst ist Kruse einfach noch zu wichtig für uns da vorne. Unser Neuner. Genau. Das passt schon. Ah, das war schlecht. Aber immerhin kontrollieren wir das Spiel. Das war das Ziel auch vor dieser Partie für mich. Und so spielt auch eine Europa League-Mannschaft. Deswegen gefällt mir das alles sehr gut. Kruse. Und jetzt haben wir Raum. Jetzt haben wir Raum. Das haben wir sehr gut herausgespielt. Mit Blaschikowski, der kriegt den leider nicht gegen Kastanje. Oder doch, Kastanje verkackt es. Dann haben wir nochmal die Chance. Und Eckball herausgeholt. Schön gemacht von Blaschikowski. Und Blaschikowski kann auch köpfen. Oder Kruse kommt da nochmal. Diesmal kein Fehler von Nyland. Schade. Und jetzt der Südafrikaner. Schade. Moisander, Felix Götze. Und alles ist gut. Auch das ist stark. Garcia. Und die erste Halbzeit ist vorüber. Also Leute, ich bin mega zufrieden, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie hier Dortmund steht. Die spielen gegen Gladbach. Gut, dass sie gegen Gladbach spielen. Das ist sehr, sehr gut, weil so können wir eventuell hoffen, dass sie die Punkte liegen lassen. Soll ich mit Sasaki mal wieder spielen? Ja, wir spielen mal wieder Sasaki und Pizarro diesmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder.